Damit wir wieder welche auf Lager haben. Und dann passt das, glaube ich, ganz gut. Hier wird immer noch nicht ausgebaut, ne? Das heißt, wir können hier gerade mal gucken. Wir haben nämlich jetzt neue Upgrade-Teile. Warte mal. Aha. Steinerweiterung. Haben wir jetzt hier dazu bekommen. Ist das schon angefangen hier? Ja, okay, die haben schon angefangen. Aber ich kann das ja trotzdem noch ansetzen, oder? Ist das eigentlich so? Eigentlich egal. Zwei Werkzeuge, 23 Steine. Ja, easy, komm. Hau rein. Voll nice. Wir haben immer noch zwei Arbeitslose, ne? Ich weiß nicht, was wir mit denen machen könnten. Wir haben hier auch noch jede Menge Steine hier im Lager rumliegen. Ah, okay, wurde jetzt so langsam, aber sicher rausgeschöpft. Klasse. Fantastisch. Fantastisch, fantastisch. Die Kohle sieht auch gut aus. Was haben wir da mittlerweile? 30. Okay, okay, okay. Ich weiß ja nicht, was wir mit der Kohle jetzt im Moment machen können. Im Grunde genommen eigentlich nichts, weil wir haben... wir haben halt aktuell keinen Bedarf an Kohle. Aber, ja. Mal gucken. Noch mehr Fischerhütten. Ich meine, theoretisch gesehen wäre eine dritte Fischerhütte nicht verkehrt, ne? Aber hätten wir dann auch irgendwann jemanden, der uns da den Fisch abkaufen würde? Davenport hier unten. Da bräuchten wir 20 Brot zum Freischalten. Das ist halt eher schwierig, ne? Ich glaube, wir können noch mal langsam gucken, dass wir Werkzeuge, warte mal. Wie war das? Konnten wir die kaufen von jemandem? Ah, okay, der verkauft die Werkzeuge. Wunderbar. Dann lass uns da mal gerade kurz Ressourcen, die Werkzeuge mal auf 30 erhöhen. Wenn wir gerade eh schon dabei sind. Das ist vielleicht nicht schlecht. Dann können wir dem Marktplatz hier unten können wir mal ein Upgrade geben vielleicht. Das braucht aber halt alles Stoff. Wir haben aber keinen Stoff. Wie haben wir das denn hier drüben gemacht? Okay, das können wir machen. Aber wie haben wir das denn hier gemacht? Das hat doch auch Stoff gebraucht, oder nicht? Wie haben wir das hier gemacht? Wir haben gar keinen Stoff. Und trotzdem konnte es gebaut werden. Verstehe ich jetzt nicht so ganz ehrlich gesagt. Oder hatten wir ein bisschen Stoff? Alles klar. Okay. Okay, okay, okay. Easy, easy, easy. Das erklärt es natürlich. Okay, die sind immer noch pisst, weil sie keinen Zugriff auf den Gottesdienst haben. Meine Güte, wie kann man sich auch nur so anstellen, ne? Okay, sehr gut. Die sind da fleißig am Bauen. Super, jetzt haben wir nämlich genug Werkzeuge. Zack, können wir eben liefern. Kriegen die Punkte, wunderbar. Und können uns jetzt hier bei Königreich noch nicht die Jagdhütte leisten, weil wir noch 20 Bürgerliche brauchen. Fantastisch. Na toll. Na egal. Irgendwann dann schon, irgendwann dann. Das ist schon in Ordnung. Das ist schon in Ordnung. Pine Hollow Raptor, Dankeschön für deine 10 gegifteten Subs. Ich danke dir vielmals. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön für deine 10 gegifteten. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Thank you. Huh.
Warte. So. Sehr schön. Onkel Yo 23, Dankeschön für deine 5 Euro. Fühl mich kacke, dass ich einen Monat Abo verpennt habe. Deshalb eine kleine Donation. Hä, nein, absolut nicht. Ob das jetzt bewusst oder unbewusst ist, ist doch vollkommen egal. Alles gut. Keiner macht sich hier Stress wegen irgendwas. Alles fantastisch. Alles easy. Bitte nicht schlecht fühlen. Alles gut. Und ich kann auch absolut verstehen, sage ich ja immer wieder, ich kann auch absolut verstehen, wenn ihr aktuell in der aktuellen Situation, wo alles teurer wird, wenn ihr euer Geld für andere Sachen braucht, als für irgendwelche Subs bei Streamern. Ja, also bitte gar kein schlechtes Gewissen haben. Macht euch da keinen Stress. Es wird für alle im Moment teurer und da muss man sein Geld zusammenhalten. Das ist einfach so. Ne? Macht euch da bitte überhaupt keinen Stress. Anika 1972, Dankeschön für 100 Bits. Vielen, vielen Dank. Und Sü 9091, Dankeschön für deine 5 Euro. Danke für den Mittagsstream. Passt perfekt. Denn ich liege krank im Bett. Hab vorhin schon einige Folgen Ranch Simulator von dir und Erik angeschaut. Liebe dieses LP einfach. Oh, Dankeschön. War auch toll. Hat auch Spaß gemacht. Hat sehr viel Spaß gemacht, tatsächlich. Da kann man irgendwann auf jeden Fall nochmal reingucken. Da gab es ja nochmal eine Menge Upgrades, tatsächlich. Da gab es eine Menge Upgrades. Oh, können die jetzt mal bitte ein bisschen schneller bauen? Die Leute werden hier oben nämlich langsam echt ungeduldig. Was haben wir jetzt für eine Kapazität? 30 von 30 ist auch sofort voll. Alter. Gut, dass wir die Steinerweiterung noch gebaut haben. Das ist wichtig. Was? Votelle, Alter! Zisch! Votelle, Dankeschön für deine 20 gegifteten Subs. Vielen, vielen Dank auch an dich natürlich. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Votelle. Ich danke dir vielmals. Siehst du, es gibt hier immer irgendwelche Verrückten, die Subgifts reinballern. Also wenn da muss man sich nicht schlecht fühlen, ne? Also alles gut, bitte. So, Hans. Hans vom Bauamt ist der Baustelle zugewiesen. Meine Güte, der braucht aber immer. Immer die Projekte von Hans dauern am längsten, ne? Alter Schwede, ey. So, können wir mal ganz kurz gucken. Holzfäller. Nein. Okay, wir haben echt keine freien Jobs mehr. Wir bauen noch eine Fischerhütte. Wir haben das Wasser hier. Wir können Nahrung über Fischerhütten einfach easy machen, ne? Wir können die Nahrung über die Fischerhütten halt easy gewährleisten. Und das ist eigentlich ziemlich nice. Das sollten wir auch nutzen, glaube ich. Wir sollten das nutzen. Let's go. Wir sollten das nutzen. Was? Chairwolf, Dankeschön auch an dich für deine 5 Gegifteten. Meine Güte, ihr seid doch crazy, Alter. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank auch an dich. Ich danke dir vielmals. Dorothea bringt 20 Holz. Na, dann mal zack. Alter, der Hans hier, ne? Jetzt ist Pazanne auf einmal der Baustelle zugewiesen. So, komm, mach mal zu da jetzt. Gerda. Ich weiß, normal bist du an der Kasse tätig. Aber das kriegen wir hin. Mal gucken, auf was die Anwesenheit dann steigt. Mindestens 50, oder? Nur 40? Okay. Oh, das ragt jetzt aber hier rein. Das ist aber hässlich. Kann man auch einzelne Gebäudeteile irgendwie entfernen? Okay, das ginge theoretisch gesehen. Ist die jetzt auch schon wieder direkt voll? 22 von 40. Jetzt müsste sich das hier oben aber eigentlich legen. Hoffe ich. Es müsste sich eigentlich legen da oben. Schauen wir mal. Aber die Gemeinde vom Löwen von Juda wächst und wächst, ne? Interessant. 24%. Okay, es geht ein bisschen runter. Es geht ein bisschen runter wenigstens. Das passt schon.
Wobei ich ehrlich gesagt ein bisschen komisch finde, dass man... dass man hier in der Kirche keine Arbeiter zuweisen kann. Die haben doch auch so Gemeindedienst und sowas. Haben die doch eigentlich, ne? Wundert mich ein bisschen, aber okay. Okay. Schauen wir mal. Was? Nedis, ich wollte mich hier einfach mal bedanken für deine Streams und Videos, die mir schon seit Jahren in schweren Zeiten geholfen haben. So wie jetzt sitze ich hier gelangweilt mit Corona da und du hilfst mir einfach so krass dadurch. Ich kann dir leider keinen Support oder Donation da lassen. Hoffe, ein Video mehr hilft dir auch schon. Nedis, Dankeschön. Also erstmal sorry natürlich, dass die Nachricht weggelöscht wurde. Das macht der Bot dann tatsächlich immer automatisch. Aber ein ganz, ganz großes Dankeschön für deine Worte und nein, das macht überhaupt nichts. Wenn du nicht donaten kannst oder nicht donaten oder nicht subben kannst oder so, alles gut, mach dir bitte keinen Stress. Hier ist jeder gleich willkommen, egal ob er irgendwie Sub ist oder ob er Lurker ist, ob er immer nur die Streams schaut, nie was im Chat schreibt oder so, ne, also bitte überhaupt keinen Stress. Ja, hinsetzen, zurücklehnen, wohlfühlen, passt. Alles gut. Alles gut, alles gut und, gute Besserung natürlich und einen milden Verlauf bei Corona. Wäre dann auch schön, wenn der Scheiß endlich mal rum wäre. Aber ach, ich dussel. Corona ist ja vorbei. Entschuldigung. Entschuldigung, gibt kein Corona mehr. Das gibt's ja erst wieder im Herbst. Wie konnte ich das nur vergessen? Was ist die neuen Regeln? Das ist das größte Chaos überhaupt. Hä? Die haben doch alles unter Kontrolle. Das glaube ich nicht. Oh, Pineholo Raptor, Dankeschön für weitere 5 Gegiftete. Sorry, das habe ich voll übersehen. Sorry, 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 Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Und Z-Life, Dankeschön für 20 Monate. Und Nosa 1998, Dankeschön für deinen Geschenksub an Nedis. Oh, voll nice. Voll geil, Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Richtig geil. Richtig, richtig nice. Ich schwimme mich mal ins Fitnessstudio. Was? Ist ja ekelhaft. Sport. Wo kommen wir denn da hin? Ich musste mit Fieber 3 Teststellen durchrennen, bis ich irgendwer dann auch für Angelegenheit festtesten wollte. Ach, schön. Ja, toll. Na, wunderbar. Na, wunderbar. Das klappt doch. Läuft. 38 von 40. Die Zufriedenheit geht langsam wieder runter. Also hoch, tatsächlich. Warte mal. Hoch, warte. Hier. Wir haben doch irgendwo Büsche. Will jemand mal meinen Busch sehen? Hier, Zierstrauch. Kann man den da hinbauen oder sitzt der dann irgendwo im Weg? Ich lösche ihn lieber nochmal. Ich setze die lieber neben das Haus. Nicht, dass er dann irgendwem hier im Weg steht. Hier so, zack. Dann können wir den Komfort ein bisschen erhöhen vielleicht. So künstlich ein bisschen in die Höhe strecken. Zack. Ja, das müsste denen ein bisschen mehr Komfort bringen, dann sind die auch zufriedener. Das Ding ist halt auch, ich würde, glaube ich, gerne langsam anfangen, hier hinten aus der Ecke das Lager und auch das Forsthaus wegzubringen, weil das hinten soll ja unsere Wohnsiedlung werden und da ist halt gilt Forsthaus hier als Industrie und damit als Lärmproblem für die? Wahrscheinlich, ne? Das gilt wahrscheinlich als Lärmproblem. Schätze ich mal. Was natürlich nicht so geil ist. Forsthaus glaube ich nicht. Nee? Weil wir können ja mal einfach eins bauen und dann sehen wir das ja. Warte mal. Hier, Forsthaus. Froster. Sammlerhütte, Fischerhütte, Weizenfarm, Windmühle, Bäckerei. Nein.
Hier, glaube ich. Ressourcenproduktion. Forsthaus. Nee, tatsächlich nicht. Hat keine roten Umrandung. Hat keine rote Umwachsung. Hat keine rote Umrandung. Mann. Ich finde das auch mal... Ja, hätte ja sein können, dass das als Industrie gilt. Ich weiß ja nicht. Dann kann das Forsthaus da natürlich stehen bleiben. Dann ist alles gut. Dann ist alles gut. Nevermind, habe ich nichts gesagt. Oh, die bauen immer noch an der Fischerhütte. Heilige Maria, die brauchen aber auch Ewigkeiten, ne? Junge, 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 Junge. Kannst du dir nicht ausmalen, ne? Minus 13? Fehlt der Gottesdienst? Minus 113. Ach du liebe Zeit. Ist das jetzt diese Neidkultur, weil andere Gottesdienst haben und er selber nicht? So, ein Fischer zuweisen. Wunderbar. Nice. Okay, ich traue mich nicht, die Dings anzumachen. Was macht ihr denn, wenn ihr das Spiel spielt? Was macht ihr denn, wenn ihr keine Jobs mehr habt? Neue Jobgebäude bauen wahrscheinlich, ne? Ich meine, wir könnten noch ein Steinmetz bauen. Da kann man eh immer nur einen drin beschäftigen, ne? Der Steinmetz braucht aber Stoff. Vielleicht sollten wir uns mal um Stoffproduktion arbeitsanbauen. Sehr gut. Vielleicht sollten wir uns mal um Stoffproduktion kümmern. Weil wir ja jetzt hier und da schon mal so ein bisschen Stoff für manche Dinge brauchen. Ressourcenproduktion. Schäferei haben wir aber, glaube ich, noch nicht, ne? Fassbinderei. Oh, geil. Sägewerk Forsthaus. Kohlerei. Eisenschmelze wäre jetzt theoretisch gesehen. Gut, das können wir eh noch nicht machen. Gottesdienst, Administration, Dekoration. Zierbaum, Schneiderei, das können wir halt alles noch gar nicht machen, ne? Weberei bräuchten wir. Aber dafür bräuchten wir auch erstmal die Schäferei. Und dafür brauchen wir einen Gemeiner. Das wird ja immer gemeiner. Die sind alle Leibeigene. Okay. Wir haben super viel Holz mittlerweile. Sollten wir vielleicht ein zweites Sägewerk bauen? Ich überlege gerade, ob es Sinn ergeben würde, ein zweites Sägewerk zu bauen. Und dann tatsächlich vielleicht auch die... Und dann noch tatsächlich vielleicht die, das Forsthaus doch mal hier weg, damit wir das hier hinten alles bei der Industrie hast. Damit wir das hinten bei der Industrie haben. Lass uns das mal tun. Wir bauen mal ein zweites Sägewerk. Bad-Sägewerk. Sammlerhütte, Fischerhütte, Schmied. Eine Schmiede können wir halt auch schon bauen, ne? Bringt aber nichts, weil wir kein Eisen haben. Aber mal eine andere Frage. Der hat ja immer gesagt, hier irgendwie Mineralvorkommen gesichtet, ne? Wo sind die denn hier? Das sind doch nur Steine hier, oder? Oder können die auch aus dem Steinbruch... Ach, das sind diese hier, oder was? Gibt eine Ansicht dafür. Ah, das ist das hier wahrscheinlich. Aber wahrscheinlich, wenn ich hier ausbauen will, ist das wahrscheinlich teurer, ne?
Enthält Mineralien. Oh, boah, da haben wir aber eine ordentliche Butze voll, ne? Ach, das ist toll. Das ist toll, das sichert uns den Reichtum für die Zukunft. Dieses Dorf wird, das wird ein fantastisches Dorf. Das wird riesig. Wir werden expandieren bis über die ganze Insel hinaus. Aber jetzt erweitern wir erstmal nicht. Wir haben hier noch so viel freies Bauland, das passt schon. Wie gesagt, ich wollte noch ein zweites Sägewerk bauen. Das machen wir jetzt auch einfach mal. Hier haben wir ja auch keine Mineralstoffe irgendwie in den Wänden, glaube ich. Das heißt, hier würde sich die Holzproduktion echt gut machen, glaube ich. Wo ist denn da vorne und wo hinten bei diesem Sägewerk? Oder ist das scheißegal? Okay, ich glaube, das ist vollkommen egal. Ich glaube, das ist egal. Ich setze das mal hier hin. Mit einem Vogt kannst du die erkunden. Ah, okay, okay. Ah, das Cashle. Das Cashle bingelt. Wie haben wir hier Anwesenheit? 0 von 40. Okay, es sollte aber jetzt vom Platz her, glaube ich, erstmal passen. Wie ist das eigentlich? Die hier ziehen automatisch um oder was, wenn es denen hier nicht mehr gefällt, oder? Nutz mal unten die Übersicht von Bereichen, Attraktivität, Fruchtbarkeit und so weiter. Wo ist denn das? Territorium. Sichtbarkeit. Ah, Attraktivität. Ah ja. Ist hier eigentlich schon ziemlich nice, aber hier doch eigentlich auch voll in Ordnung. Attraktivität ist hoch. Oh, baby, nice. Sehr geil. Gut, hier ist die Attraktivität natürlich Durchschnitt oder ein bisschen höher vielleicht. Weil hier ist halt der Marktplatz. Aber den können wir ja noch ein bisschen erweitern, dass er sich hier durch so ein bisschen hinstreckt irgendwie, ne? So, Mineralien haben wir hier gar nichts. Aber das ist ja auch klar. Das hier wird natürlich nicht angezeigt wahrscheinlich, weil wir das noch nicht gekauft haben. Hoffe ich jetzt einfach mal. Das ist doch was, ne? Und Fruchtbarkeit. Ach, guck mal. Sehr hohe Fruchtbarkeit. Nice. Wie zwischen meinen Beinen. Wunderbar. Okay. Das ist ja nice. Fantastisch. Okay, Zufriedenheit ist auch wieder hoch. Haben zwar immer noch ein bisschen Gottesdienstmangel. Ach, das heißt Gottesdienstmangel. Ah, okay, okay, ich verstehe. Ich verstehe. Da sind sie am Bauen, wunderbar. Amelia Noir, dankeschön für deinen neuen Sub. Herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank. Und Blau Müd. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Dankeschön auch an dich für deinen Prime Sub. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ach, guck, wie sie dann in die Kirche reinmarschieren. Wöchentliche Anwesenheit. Fantastisch. Das Ding ist halt. Ich weiß nicht, ob wir die noch weiter ausbauen müssen, ne? Weil so ein paar haben ja immer noch Gottesdienstmangel, ein paar haben aber auch Wassermangel, komischerweise. Können wir uns auch anzeigen lassen, wie gut das Wasser hier versorgt? Nee, ne? Das finde ich ein bisschen blöd. Das wäre noch so eine Verbesserungsvorschlag, den ich hätte. Dass wenn ich jetzt zum Beispiel hier den Brunnen in die Hand nehme, sofern ich ihn denn finde. Brunnen? Brunnen? Wo ist denn hier der Brunnen?